Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einem langsam, aber sicher in den Bankrott driftenden Staat müssen immer weniger und immer ältere Polizeibeamte immer mehr Befugnisse und immer mehr technische Hilfsmittel in die Hand bekommen, um Ordnung und Sicherheit wenigstens notdürftig noch aufrechterhalten zu können. Auf diese Formel könnte man die geplante Änderung des SOG Mecklenburg-Vorpommern bringen. Technik ist aber kein Ersatz für Personal. Was nützt mir denn die beste Videoüberwachung, wenn man nicht genug Leute hat, die dann vor Ort auch eingreifen können? Für den Bürger ist es wenig tröstlich zu wissen, dass irgendwo in einem weit entfernten Polizeirevier jemand sitzt und zusieht, wie er beraubt und zusammengeschlagen wird. Es aber leider sehr, sehr lange dauert, bis Hilfe eintrifft, weil es angesichts zu weniger Neueinstellungen und aufgrund der Überalterung zu hoher Krankenstände die Einsatzkräfte nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Der Einsatz von Tasern würde eine günstige oder den Einsatz von Tasern würde eine günstige, altersmäßig ausgewogene Personalstruktur überflüssig machen. Ein Polizeibeamter im Außendienst muss in der Lage sein, mit den meisten Bedrohungen durch körperliche Gewalt notfalls unter Einsatz des Schlagstockes fertig zu werden. Sonst gehört er eben nicht in den Außendienst, sondern hinter den Schreibtisch oder ins Altersheim. Für alles, das so nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen ist, sind die Schusswaffen da. Angeblich seien die Elektroschockgeräte besonders dafür vorgesehen, bei Selbstmordversuchen und Geisellagen eingesetzt zu werden. An was für Selbstmordversuche denkt man denn da? Wenn jemand auf dem Dach steht und springen will, Sie vielleicht, Herr Ritter, demnächst, wenn es wieder mal nicht klappt mit der Bundestagskandidatur, wenn jemand auf dem Dach steht und springen will, ist es nicht unbedingt eine gute Idee, ihm einen Stromschlag zu verpassen, ebenso wenig, wenn sich der Betreffende eine Waffe an den Kopf hält und den Finger im Abzug hat. Da ist ein Elektroschock auch nicht sehr hilfreich. Und bei Geiselnahmen kommt es darauf an, die Kriminellen schnell, sicher und mit minimalem Risiko für die Opfer unschädlich zu machen. Und dieses Risiko ist umso geringer, je weiter die Distanz ist, aus der heraus die Polizei eingreift, weil bei einer Annäherung immer die Gefahr ansteigt, von den Tätern entdeckt zu werden. Und ein Taser kann nicht über so weite Entfernungen seine Wirkung entfalten, wie das einem Scharfschützen möglich ist. Da Taser technisch komplexer sind als Schusswaffen oder gar Schlagstöcke, können sie auch eher versagen, was der Sicherheit sowohl der Polizeibeamten als auch der Opfer abträglich ist. Und um eine Schonung der Verbrecher kann es ja wohl nicht gehen. Dass ausländische Polizeibeamte, wie der Gesetzentwurf es vorsieht, in Mecklenburg-Vorpommern Amtshandlungen vornehmen sollen, ist absolut abzulehnen. Da könnte man gleich wieder das Besatzungsstatut einführen. Genauso wie der internationale Haftbefehl ist auch diese Maßnahme geeignet, auch noch die letzten Reste deutscher nationalstaatlicher Souveränität zu beseitigen. Heute polnische Polizisten und morgen wird dann vielleicht Stettin Vorpommern regieren und die Steuererklärung ist auf Polnisch einzureichen. Vielen Dank. Dass die Polizei schließlich als Schnüffelinstrument eingesetzt werden soll, um personenbezogene Daten über die weltanschaulichen Überzeugungen und politischen Meinungen von Bürgern zu sammeln und zu speichern, zeigt endgültig, wohin die Reise geht. Offensichtlich können einige Leute in der Landesregierung nicht ruhig schlafen, bevor sie nicht jeden Andersdenkenden erfasst und in ihr Überwachungssystem eingegliedert haben. Man muss ja schließlich wissen, wie man im Falle eines Falles morgens um 5 aus den Betten holt und irgendwo hintransportiert, wenn das Regime einmal in Schlingern geraten sollte. Solche Listen hatte die SED auch. Sie kam nur leider nicht mehr dazu, sie abzuarbeiten. Wer auf den heutigen Listen ganz oben steht, das können wir uns lebhaft vorstellen. Nicht, dass wir uns nicht geschmeichelt fühlen würden, aber dennoch lehnt die NPD-Fraktion diesen Gesetzesentwurf ab. Stellen Sie genug Polizisten ein, statt irgendwelcher Labertaschen gegen rechts, die unter der Schirmherrschaft der gegen die NPD geifernden sogenannten Sozialministerin Schwesig Millionen an Steuergeldern fressen, und verschwenden Sie keine Ressourcen mit politischen Ausforschereien, dann brauchen Sie diesen Gesetzentwurf auch nicht. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, Herr Andrzejewski, in einigen Redewendungen haben Sie die Würde des Hauses nicht beachtet. Dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.